Der blaue Montag ist ein bereits traditioneller Tag beim Kremser Volksfest der FPÖ. Ehrengast Norbert Hofer und weitere Politiker nutzten die Gelegenheit, für die kommenden Wahlen im Oktober Stimmung zu machen. Das ist heute mein erster Wahlkampfeinsatztag, ja, den ich habe. Es ist zwar noch nicht ganz der Wahlkampfbeginn. Es gibt auch ein paar Tage, die heute noch frei sein werden, aber es geht los. Und man spürt schon auch bei der Stimmung, dass viele gespannt sind, was am Ende rauskommen wird. Was ist denn die Botschaft des heutigen Tages? Was bringen Sie mit? Es gibt für mich ein Hauptanliegen, das mir besonders wichtig ist, dass wir in Österreich es schaffen, ein Modell der direkten Demokratie umzusetzen. Es gibt natürlich ganz viele wichtige Themen, aber wenn wir das schaffen, kann man viele Dinge miterledigen, weil sich dann die Menschen auch selbst helfen können. Also Gruppen, die sagen, wir sind benachteiligt, man tut für uns zu wenig. Wenn es dieses Modell gibt, dann kann ich selbst aktiv werden. Und das hätte ich ja umgesetzt. Wir sind sehr froh, dass wir den Norbert Hofer hier haben, weil er war noch nie bei einer Veranstaltung bei uns in Krems. Und daher sind wir sehr froh. Und wir zeigen damit auch neben HC Strache ein zweites Gesicht. Das zeigt die Breite und die Qualität unserer Partei. Und die Botschaft von heute ist, naja, es kann nur besser werden, wenn es kein Rot-Schwarz gibt. Noch schlimmer wird es dann werden, wenn es schwarz-rot wäre. Wir müssen aufzeigen, dass nur mit der FPÖ Veränderung, echte Veränderung und nicht nur Lippenbekenntnis möglich ist. Und es gibt viele Familien, die mit mir über die Probleme reden, die es in Krems gibt. Und das war natürlich auch eine Motivation von mir zu sagen, nachdem der Walter gemeint hat, er wird sich auf das Land konzentrieren, dass ich jetzt die Gemeinde sozusagen übernehme, mit viel Elan und Herzblut hoffentlich, dass wir vieles für die Kinder in Krems für das zum Besseren bewegen, weil das ist mir schon ein Anliegen, wo und wie meine Kinder in Krems in Zukunft leben werden. Zum Beispiel das Sicherheitsgefühl, das oft angesprochen wird, wenn unsere Mädels in der Nacht eben ein bisschen Angst haben, wenn sie sich in die öffentlichen Verkehrsmittel begeben. Also ich bekomme schon sehr stark mit, dass die Menschheit oder besonders auch die Jugendlichen bei uns im Ort sich an uns wenden und ein offenes Ohr quasi auch aktiv suchen. Die Jungen haben natürlich einerseits starke finanzielle Probleme. Das erleben wir gerade bei Lehrlingen, die oftmals mit bis im Durchschnitt mit 450 Euro abgespeist werden. Und im Gegensatz dazu haben wir unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die mit bis zu 2850 Euro monatlich versorgt werden an Geldern. Ja. Und da kommen natürlich Jugendliche zu uns und sagen, sie verstehen die Welt nicht mehr. Die Jugendlichen jetzt gerade in diesem Thema mit dem Asyl und Integration kommen die Jugendlichen auch immer mehr auf uns zu, nicht nur auf mich, auch auf unseren Landeshauptmann oder auf Funktionäre der FPÖ. Und wir Jungen von der FPÖ versuchen, diese Themen dann durchzubringen und mit unseren Nationalräten dann auch bundesweit im Nationalrat einzubringen. Sie haben nichts gewonnen außer Zeit. Denn ich werde bei der nächsten Bundespräsidentenwahl wieder antreten. Und ich glaube, ihr wisst, wie diese Wahlen ausgehen werden.